E-Niro heißt die Elektroversion des Kompakt-SUV Kia Niro. Er soll eine praxistaugliche Reichweite zum halben Preis eines Tesla Model S bieten. Zusammen mit seinen technischen Brüdern Kia e-Soul und Hyundai Kona Elektro setzt der Kia e-Niro Maßstäbe bei Elektroautos. Doch wegen großer Nachfrage liegt die Lieferzeit leider bei über einem Jahr. Nimmt man dies in Kauf, ist der Kia e-Niro ab 35.290 Euro zu haben. Das gilt für die halbwegs erschwingliche Basisvariante mit 136 PS und kleinerer Batterie. Sie soll im WLTP-Zyklus für 289 Kilometer reichen. Laut Kia greift aber fast jeder der e-Niro-Käufer zur größeren Batterie, die bis zu 455 Kilometer Reichweite bringt. Das muss ihnen 3.800 Euro Aufpreis wert sein. Zu erkennen gibt sich der elektrische Kia Niro durch seine geschlossene Front und blaue Designakzente. Der e-Niro ist schnellladefähig. Im Idealfall mit 100 kW Ladeleistung ist der große Akku in rund einer Stunde von 20% auf 80% voll. An üblichen 22 kW Säulen nimmt sich der e-Niro aber leider nur 7,4 kW. Auf 4 Metern 38 Länge bietet er so viel Platz, wie man es von einem Kompakt-SUV erwartet. Genug Bewegungsfreiheit auf allen Sitzplätzen und ein praxistauglicher Kofferraum mit bis zu 1405 Litern Volumen. Im positiven Sinne fährt sich der e-Niro wie ein ganz normales Auto, lässt sich einfach bedienen und kommt mit reichlich Assistenzsystemen. Verbesserungswürdig, Kia bittet den Elektro-Niro, dessen Bremsen kaum verschleißen und der keinen Ölwechsel braucht, einmal im Jahr oder alle 15.000 Kilometer zur Inspektion. Das wirkt wie ein Relikt aus der Verbrennerzeit. Erfreulich hingegen, gut 400 Kilometer sind bei normaler Fahrweise kein Problem. Wer vor allem bei geringerem Tempo in der Stadt fährt, wird im e-Niro auch 500 Kilometer weit kommen. Kia meint es offenbar ernst mit der Elektromobilität. Wäre dann nur nicht die schmerzlich lange Wartezeit.